Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Seminar zum Thema Gibt es einen Gott? In diesem Seminar hier wollen wir uns philosophisch mit der Frage nach der Existenz Gottes auseinandersetzen. Und das bedeutet, philosophisch darüber nachdenken, damit meine ich, wir wollen uns mit Argumenten für und gegen die Existenz Gottes auseinandersetzen. So ein Vorhaben, argumentativ und rational über die Existenz Gottes nachzudenken, das wird von einigen Menschen durchaus argwöhnisch betrachtet. Insbesondere bei solchen, die noch nicht so viel Kontakt mit philosophischem Denken gehabt haben, wird man oft bei der Frage, naja, gibt es einen Gott, als Antwort sowas hören wie, wer weiß, naja, das muss letzten Endes dann doch jeder für sich selbst entscheiden. Das stimmt natürlich nicht. Manche Dinge muss man für sich selbst entscheiden. Das ist ganz klar. Also sie müssen für sich selbst entscheiden, ob sie Kinder haben wollen, ob sie der Partei beitreten sollen oder ob sie Onkel Helmut an Weihnachten wirklich nochmal besuchen müssen und so weiter und so fort. Solche Fragen hängen von ihren persönlichen Präferenzen ab. Also sie hängen von ihren Werten ab, von ihren Zielen, von dem, was ihnen wichtig ist, was sie für wertvoller oder bedeutsamer halten als irgendetwas anderes. Deswegen kann Ihnen niemand anders diese Entscheidung abnehmen. Diese Entscheidung müssen Sie selbst fällen, weil es sich hier um eine evaluative Frage handelt. Also eine Frage, bei der es nicht darum geht, was der Fall ist, sondern was der Fall sein soll. Ob es einen Gott gibt oder nicht, das ist aber eine andere Art von Frage. Es ist eine Tatsachenfrage. Es ist eine Frage, bei der es genau darum geht, was der Fall ist und was nicht. Und was der Fall ist und was nicht, das hat natürlich nichts mit mir zu tun, mit meinen Entscheidungen und meinen Präferenzen. Ob es einen Gott gibt oder nicht, das hängt nicht davon ab, was ich will oder was ich für wichtig halte oder was ich denke, was der Fall sein sollte. Wenn jemand fragt, beispielsweise, gibt es Pinguine in Australien, dann sagen wir ja auch nicht, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nein, das ist eine Tatsachenfrage. Das hat nichts mit Entscheidungen zu tun, sondern nur mit dem Herausfinden dieser Tatsachen. Bestehen sie oder bestehen sie nicht? Für die Philosophie ist diese Frage nach der Existenz Gottes eine solche Tatsachenfrage, und zwar eine metaphysische Tatsachenfrage. Und metaphysisch heißt hier quasi so etwas schon wie eine wissenschaftliche Frage. Das heißt, um diese Frage zu beantworten, bedienen wir uns rationaler Mittel, um eine verbindliche Antwort zu finden. Auf diese Frage nach der Existenz Gottes, verstanden als Tatsachenfrage, muss es demnach eine eindeutige Antwort geben, nämlich entweder ja oder nein. Unsere Aufgabe besteht einfach nur darin, mit den Mitteln der Vernunft herauszufinden, welche dieser beiden Antworten zutrifft. Und das ist das Projekt, das wir hier in diesem Seminar verfolgen möchten. Uns die verschiedenen Antworten ansehen und Begründungen ansehen, die für diese Frage gegeben worden sind, und dann abzuwägen, welche der Antworten die bessere ist. An dieser Stelle hier werden vielleicht einige meiner Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Sessel gesprungen sein, sich die Haare raufen und protestieren. Die Existenz Gottes, das ist doch keine Tatsache. Manche sehen in der Existenz Gottes so etwas, ja, etwas anderes als eine Tatsache, vielleicht so etwas wie eine umfassende Perspektive, die man auf das Leben einnehmen kann, oder verstehen die Existenz Gottes als eine Art und Weise des In-der-Welt-Seins oder als ein Element einer moralischen Lebensweise oder was es dann noch so an Interpretationen geben mag. Diese nicht tatsachenartigen Interpretationen der Existenz Gottes nennt man normalerweise ein antirealistisches Verständnis der Existenz Gottes oder des religiösen Glaubens überhaupt. Und dem gegenüber steht dann natürlich ein realistisches Verständnis. Wir wollen hier in diesem Seminar, oder ich will das zumindest, einen realistischen Ansatz verfolgen. Das heißt, ich möchte diese Frage nach der Existenz Gottes realistisch verstehen als eine Frage nach einer Tatsache, die bestehen kann oder auch nicht. Diese ganzen anderen Perspektiven, antirealistische Ansätze auf die Existenz Gottes, sind sicherlich auch alles interessante Fragen, die man diskutieren kann. Was bedeutet es, sein Leben so zu leben, als gäbe es einen Gott? Das heißt, welche Perspektive nehme ich durch den Gottesglauben auf mein eigenes Leben ein? Wie ist es, in der Welt zu sein, als ein Mensch, der an die Existenz Gottes glaubt? Wie verändert sich meine Existenz durch den Gottesglauben? Ja, sicher, sind interessante Fragen, will ich auch gar nicht bestreiten. Aber man muss auch sagen, es sind andere Fragen. Andere Fragen als die Frage, die ich jetzt hier ins Zentrum dieses Seminars gestellt habe. Wenn Sie glauben, dass die Existenz Gottes keine Tatsache ist, okay,
Aber Sie sollten sich trotzdem vorher wenigstens die Mühe machen, Gründe dafür zu finden und untersuchen, warum es eine solche Tatsache nicht geben kann. Wenn Sie sagen, die Existenz Gottes ist keine Tatsache, dann haben Sie ja implizit schon zugestanden, dass diese Tatsache, es gibt einen Gott, wohl nicht besteht. Dafür vielleicht irgendwelche anderen Tatsachen, die Sie für wichtiger halten, okay, ist in Ordnung, aber Sie haben gesagt, diese Tatsache besteht nicht. Dann sollten wir zumindest doch mal fragen, warum eigentlich nicht? Warum sollten wir nicht glauben, dass diese Tatsache, Gott existiert, besteht? Und das ist es eben, was wir hier tun wollen. Eine wichtige Voraussetzung am Anfang dieses Seminars muss ich gleich noch vorwegschicken, nämlich wir behandeln Argumente für und gegen die Existenz Gottes aus einer philosophischen Perspektive. Aus einer philosophischen Perspektive heißt, wir machen keinerlei religiöse Voraussetzungen. Ob das so gut funktioniert? Ja, ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Was ich hier versuchen möchte, ist einen quasi neutralen Standpunkt einzunehmen. Also einen Standpunkt, der von religiösen wie auch von nicht religiösen Menschen geteilt werden kann, prinzipiell. Die einzige Basis unserer Argumente, die wir diskutieren wollen, und auch der Kritik daran, die wir diskutieren wollen, soll die menschliche Vernunft sein und das, was man vielleicht, sagen wir, Common Sense oder gesunder Menschenverstand nennen könnte. Also Annahmen und Erkenntnisse über die Realität, die unabhängig von persönlichen Weltanschauungen als plausibel vorausgesetzt werden können. Ob es das überhaupt gibt, ob sowas überhaupt möglich ist, ein so neutraler Standpunkt, ja, das ist eine schwierige philosophische Frage für sich. Und Sie werden im Laufe des Seminars feststellen, dass an der ein oder anderen Stelle dieses Konzept so ein paar Sprünge bekommt und wir uns vielleicht fragen müssen, ist das jetzt wirklich ein Standpunkt, den man hier in dieser Frage beziehen kann? Es wird nicht immer einfach sein, aber es ist so das Ideal, nach dem wir im Verlauf dieses Seminars hier streben sollten. Nun, aber bevor wir ganz konkret mit Argumenten für und gegen die Existenz Gottes uns auseinandersetzen können, müssen wir zu Beginn eine grundlegende Sache klären, nämlich, was ist eigentlich ein Argument? Ganz intuitiv könnte man das definieren als etwas, das für etwas anderes spricht. Also wenn ich beispielsweise sage, gestern hat es viel geregnet, also wird es heute wohl im Wald matschig sein, dann ist der erste Teilsatz ein Argument. Ich glaube, dass es heute im Wald matschig sein wird. Und ich begründe diesen meinen Glauben, indem ich sage, dass es gestern viel geregnet hat. Zwischen diesen beiden Teilsätzen besteht in unserem Beispiel hier ein gewisser Zusammenhang. Der Zusammenhang ist ganz einfach der, naja, wenn es viel geregnet hat, dann ist es auch matschig im Wald. Im Alltag muss ich bei solchen Argumenten diesen Zusammenhang nicht explizit machen. Normalerweise weiß man das. Also wenn ich mich mit jemandem über den Wald und den Matsch im Wald unterhalte, dann weiß die andere Person normalerweise, dass es im Wald matschig ist, wenn es vorher viel geregnet hat. Wer das nicht weiß, der ist vermutlich auch im Philosophieseminar eher fehl am Platz. Wir können das jetzt aber noch ein bisschen präziser formulieren, was ein Argument ist. Sagen wir es so, ein Argument ist eine Schlussfolgerung. Schlussfolgerung oder Schließen, das heißt jetzt, aus einem Satz wird ein anderer Satz hergeleitet. Also aus dem Satz, gestern hat es viel geregnet, leite ich den Satz her, heute ist es matschig im Wald. Natürlich, niemand muss diesen Schluss konkret auch ziehen, also niemand muss den Gedanken tatsächlich denken, damit der Schluss korrekt ist. Also es ist nicht so, dass irgendjemand das wirklich tun müsste. Der Schluss ist ganz unabhängig davon, ob er jemals gezogen wird, korrekt. Also selbst wenn es niemals Menschen oder denkende Wesen im Universum gegeben hätte, die Schlussfolgerung, wenn es gestern viel geregnet hat, dann ist es heute matschig im Wald, wäre trotzdem eine korrekte Schlussfolgerung. Also es geht nicht um das faktische Herleiten eines Satzes aus einem anderen. Es geht nur um eine Relation zwischen zwei Sätzen. Welche Sätze sind das und welche Relation? Nun, ein Argument enthält immer zwei Klassen oder Typen von Sätzen. Und zwar, das wissen Sie vermutlich schon, Prämissen und Konklusionen. Prämissen, das sind die Sätze, aus denen etwas gefolgert wird. Und Konklusionen, das sind eben die Sätze, die daraus folgen. Machen wir es an einem ganz simplen Beispiel deutlich. Schauen wir uns dieses Argument hier mal an. Satz Nummer 1, wenn der Ofen heiß ist, geht das Lämpchen aus. Satz Nummer 2, das Lämpchen ist aus. Satz Nummer 3, also ist der Ofen heiß.
Kurze Anmerkung, in der modernen Philosophie ist es üblich, dass man die einzelnen Sätze eines Arguments nummeriert, angeblich, um es übersichtlicher zu machen, wobei ich nicht so ganz davon überzeugt bin, dass das immer wie gewünscht funktioniert. Aber in dem Beispiel hier ist es hinreichend klar. Also, in unserem Beispielsatz hier, in unserem Beispielargument hier, haben wir drei Sätze. Und die beiden Sätze 1 und 2, das sind die Prämissen. Satz 3, die Konklusion. Soweit so klar. Und welche Relation besteht jetzt zwischen diesen drei Sätzen? Nun, es ist eine Relation zwischen ihren Wahrheitswerten. Wahrheitswert, das heißt jetzt hier in unserem Zusammenhang erstmal einfach nur, ob ein Satz wahr oder falsch ist. Die Details brauchen uns gerade nicht zu interessieren, können Sie ansonsten in der Logik oder in der Sprachphilosophie klären. Nun, die Beziehung zwischen den Wahrheitswerten dieser Sätze nennt man auch eine Implikation. Und wir sagen dann, dass die Prämissen die Konklusion implizieren. Und was heißt es jetzt, dass die Prämissen die Konklusion implizieren? Nun, es heißt Folgendes, und bitte merken Sie sich diesen Satz, der ist ziemlich wichtig. Es bedeutet, wenn die Prämissen wahr sind, dann muss auch die Konklusion notwendigerweise wahr sein. Anders formuliert, es ist nicht möglich, dass die Prämissen wahr sind, aber die Konklusion falsch. Wenn es wahr ist, in unserem Beispiel hier, dass das Lämpchen ausgeht, wenn der Ofen heiß ist, und wenn es wahr ist, dass das Lämpchen aus ist, dann muss es auch wahr sein, dass der Ofen jetzt heiß ist. Ein solches Argument nennen wir gültig. Es garantiert die Wahrheit der Konklusion, wenn die Prämissen wahr sind. Wohlgemerkt, wenn die Prämissen wahr sind. Also, wenn ein Argument gültig ist, sagt uns das nichts darüber, was passiert, wenn die Prämissen zufälligerweise doch nicht wahr sind. Wenn die Prämissen falsch sind, dann könnte die Konklusion auch falsch sein oder sie könnte zufälligerweise wahr sein. Wir wissen es ganz einfach nicht. Gültig heißt nur, formal gesehen ist das Argument korrekt. Wir haben also nichts falsch gemacht, wenn wir das Argument in dieser Art und Weise konstruieren. So, schauen wir uns das mal an ein paar Beispielen etwas genauer an. Aus der Gültigkeit, das ist der erste Punkt, den Sie sich merken sollten, aus der Gültigkeit eines Arguments folgt nicht, dass die Konklusion auch wahr ist. Ein Argument kann gültig sein und trotzdem kommt etwas Falsches dabei raus. Beispiel Nummer 1. Alle Bären sind Vegetarier. Alle Vegetarier sind radioaktiv. Alle Bären sind radioaktiv. Dieses Argument ist gültig. Es ist formal korrekt. Das heißt, Sie machen keinen formalen Fehler mit diesem Argument. Es kommt trotzdem nichts Wahres dabei raus. Und warum nicht? Naja, Sie haben halt was Falsches reingesteckt. Die Prämissen des Arguments sind falsch. Dass das Argument gültig ist, können Sie sich vergegenwärtigen, wenn Sie das Wort Vegetarier durch das Wort Säugetiere ersetzen und das Wort radioaktiv durch Warmblütigen. Probieren Sie es mal durch und Sie werden feststellen, oha, dann kommt tatsächlich was Wahres raus, weil Sie wahre Prämissen reingesteckt haben. Also das Argument ist gültig. Aber wenn Sie falsche Prämissen in einem gültigen Argument haben, dann kommt trotzdem nicht immer was Wahres raus. Anderes Beispiel. Nur weil die Prämissen falsch sind, heißt das noch lange nicht, dass die Konklusion falsch sein muss, auch nicht, wenn der Schluss gültig ist. Also gucken wir uns mal dieses Beispiel hier jetzt an. Wenn der Mond aus Käse ist, ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Der Mond ist aus Käse, also ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Die Konklusion ist wahr. Also die Konklusion ist ein durchaus wahrer Satz, das kann keiner bestreiten, aber ja, das hat nichts mit dem Argument zu tun. Die Prämissen sind falsch und zufälligerweise kommt aus diesen falschen Prämissen halt eben eine wahre Konklusion raus. Ob das Argument gültig ist oder nicht, spielt dafür keine Rolle. Stellen Sie sich ein Argument ungefähr so vor, als eine Art Maschine, die Wahrheit transportiert. Wenn Sie in ein gültiges Argument Wahrheit reinstecken, in Form von wahren Prämissen, dann spuckt diese Maschine Ihnen auch Wahrheit aus, in Form von einer wahren Konklusion. Wenn Sie hingegen etwas Falsches reinstecken in diese Maschine, dann streikt sie. Also sie spuckt Ihnen dann nicht was Falsches aus, sondern sie streikt. Sie funktioniert einfach nicht mehr. Eine gültige Schlussfolgerung, also eine funktionierende Wahrheitstransportmaschine, ist wahrheitserhaltend. Sie erhält die Wahrheit, die in sie reingesteckt wird. Sie erhält die Wahrheit der Prämissen bis hin zur Konklusion. Aber sie ist nicht wahrheitserzeugend. Sie kann keine Wahrheit produzieren. Nun, das ist also ein gültiges Argument. Ein Argument, das Wahrheit transportieren kann, wenn Wahrheit reingesteckt ist. Aber was ist denn dann ein gutes Argument? Also eins, bei dem wirklich Wahrheit hinten rauskommt.
Nur ein solches Argument würde ja tatsächlich für irgendetwas anderes sprechen. Und ein solches Argument nennen wir auch beweiskräftig. Ein beweiskräftiges Argument muss zwei Bedingungen erfüllen. Bedingung Nummer 1 lautet, es muss gültig sein. Gültig, na gut, das wissen Sie jetzt schon. Das heißt, es muss, wenn die Prämissen wahr sind, auch die Konklusion wahr sein. Anders ausgedrückt, es muss formal korrekt sein, das Argument. Also die Maschine muss richtig konstruiert sein, so dass sie auch sicher Wahrheiten ausspuckt, wenn Wahrheiten reingesteckt werden. Zweite Bedingung lautet, die Prämissen, die ich in das Argument reinstecke, müssen de facto wahr sein. Es muss also entweder nachweislich der Fall sein, dass meine Prämissen wahr sind, oder ich muss hinreichend gute Gründe haben, die Prämissen für wahr zu halten. Also entweder müssen sie sicher mit absoluter objektiver Gewissheit wahr sein, oder sie müssen zumindest hinreichend plausibel gemacht werden, sodass ich vernünftigerweise glauben kann, dass diese Prämissen wahr sind. Für uns heißt das im Verlauf dieses Seminars, wenn wir uns Argumente für und gegen die Existenz Gottes anschauen wollen, müssen wir auf zwei Punkte achten. Wir müssen erstens uns fragen, ist das Argument gültig? Enthält es vielleicht einen logischen Konstruktionsfehler? Taugt es also gar nicht als Wahrheitsübertragungsmaschine? Dann können wir es sofort vergessen. Wenn es aber gültig ist, dann stellen wir uns die zweite Frage, ist das Argument auch beweiskräftig? Sind die Prämissen, auf denen es aufgebaut ist, wirklich wahr? Welche Gründe gibt es, an die Wahrheit dieser Prämissen zu glauben und wie überzeugend sind diese Gründe? Das macht jetzt vielleicht auch klar, warum ich die ganze Zeit nur von Argumenten für die Existenz Gottes spreche und eben nicht von Gottes Beweisen, obwohl dieser Ausdruck Gottes Beweise eigentlich in der philosophischen Tradition der geläufigere ist. In der Gegenwart spricht man viel häufiger von Argumenten für die Existenz Gottes und eben nicht mehr von Beweisen. Warum? Nun, ein Beweis für eine Sache ist absolut gewiss. Das, was bewiesen werden kann, ist notwendigerweise wahr. Notwendigerweise, mit objektiver Gewissheit. Niemand, der bei Verstand ist, kann einen Beweis noch sinnvoll bezweifeln. Also denken Sie an Sachen in der Mathematik, wie zum Beispiel, Sie beweisen, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad beträgt oder so etwas. Wenn Sie den Beweis dafür verstanden haben, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dem nicht zuzustimmen. Sie könnten zwar sagen, ich habe den Beweis zwar verstanden, aber ich glaube es jetzt trotzdem noch nicht. Aber Sie können das dann selbst nicht mehr glauben, ohne ja letzten Endes verrückt oder irrational oder so etwas zu sein. Es kann natürlich auch passieren, dass Sie den Beweis einfach nicht verstanden haben und deswegen sagen, nee, das stimmt gar nicht. Aber dann ist das Problem halt eben auf Ihrer Seite. Wenn Sie den Beweis nicht verstanden haben, dann liegt das eben an Ihnen, dass Sie die Wahrheit dieses Beweises nicht einsehen können. Aber an dem Beweis tut das nichts. Der Beweis an sich ist so geartet, dass wenn er korrekt ist, dann auf jeden Fall die Schlussfolgerung auch korrekt sein muss, egal ob Sie es nachvollziehen können oder nicht. In einem Beweis, das können wir jetzt mit unserer gerade eben durchgesprochenen Terminologie also ganz klar so formulieren, in einem Beweis ist die Schlussfolgerung gültig und alle Prämissen sind zweifelsfrei wahr. Mit einer objektiven Gewissheit sind diese Prämissen wahr. Sowas, also einen echten Beweis in diesem starken Sinne, das gibt es eigentlich nur in der Mathematik oder in der reinen Logik, also den formalen Wissenschaften. In allen anderen Wissenschaften ist das eigentlich nicht der Fall, denn sie können immer in irgendeiner Weise die Prämissen bezweifeln. Das gilt auch für die Argumente zur Existenz Gottes, die wir durchsprechen wollen. Wir können uns bei diesen Argumenten eigentlich immer fragen, ist diese oder jene Prämisse wirklich wahr? Eine absolute notwendige Gewissheit, wie wir das aus der Mathematik vielleicht manchmal kennen, wird es im Bereich von Argumenten für die Existenz Gottes einfach nicht geben können. Wir werden uns immer die Frage stellen können, kann man mit den Prämissen mitgehen? Das heißt, kann man diese Prämissen plausibel machen? Kann man sie glaubwürdig machen? Also gibt es für mich gute Gründe, die es vernünftig erscheinen lassen, diesen Prämissen auch tatsächlich zuzustimmen? Es besteht immer ein gewisser Raum für eine freie Zustimmung zu den Prämissen und damit auch zur Schlussfolgerung des Arguments. Das heißt jetzt nicht, und das ist ein Missverständnis, vor dem ich Sie warnen möchte, das heißt nicht, dass die Zustimmung zu diesen Argumenten beliebig ist, dass man sich das quasi aussuchen kann, ob man dem Argument jetzt zustimmen möchte oder nicht. Es heißt nur, dass die Argumente alleine meine Zustimmung nicht notwendigerweise erzwingen können. Die Ablehnung der Argumente
muss ebenso begründet werden wie die Zustimmung. Also ich muss begründen, warum ich dem Argument zustimme und ich muss begründen, warum ich das Argument ablehne. Ich kann nicht einfach sagen, ist halt so, gefällt mir halt so, finde ich halt besser so. Nein, ich muss schon Gründe liefern. Aber diese Gründe, ja, werden immer eine gewisse Stärke haben, die keine absolute Stärke ist. Und da kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Da liegt vielleicht der Kern dieser Sache mit dem, das muss jeder selber wissen. Denn auch wenn diese Argumente objektive Tatsachen betreffen und mit rationalen Mitteln diskutiert werden können, wir müssen immer noch abwägen und entscheiden, ob wir die Prämissen eines Argumentes für plausibel oder überzeugend halten. Das ist natürlich keine Frage der Präferenzen, also ob jetzt eine Prämisse wahr ist oder nicht, liegt nicht daran, ob ich gerne hätte, dass sie wahr ist oder nicht. Aber es ist immerhin eine Frage, die mehr als nur die Tatsachen betrifft.